Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play The Last of Us Part 1, das Remake. Im Sommer. Erste Jahreszeit hier. 20 Jahre später. Schön, dass ihr übrigens wieder im Start seid. Ich komme. Schlag doch gleich die Tür ein. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pillen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Ja, ich glaube, in so einer Welt gibt es solche klaren Regeln nicht, wer wann für Ordnung sorgt. Da werden die genommen, die zur Verfügung stehen. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Das geht schon 3 Wochen so. Tja, was will man machen? Das ist doch echt zum Kotzen. Die Uniformierten, die kriegen bestimmt keine halben Rationen. Sag's nicht so laut. Was soll das denn? Scheiß drauf, ist jetzt auch egal. Lass sie mich kriegen. Sei einfach ruhig. Ja, muss mal aufpassen, ne? Soll ich noch aussagen? Kann schief gehen. Alter, bist du ja eingesperrt. Na gut. Folgen wir mal Tess. Fest. Es ist falsch! Bitte!
Okay. Erledigt. Verdammte Scheiße! Alter. Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt. Ruf die Putzkolonne. Wir sind hier durch. Wir brauchen zwei Säcke und noch zwei für die Kiste. Okay, Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Zwei vergehen. Zurück! Versuch das nicht nochmal. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Hey, Joe. Hey. Hallo. Weißt du schon von Marianne? Was war los? Sie haben sie geholt, mitten in der Nacht. Sie sagen, sie ist ein Firefly. Ist das zu glauben? Sprich bloß nicht so laut über die Fireflies. Man weiß nie, wer einen heimlich belauscht. Ja, ja, da hast du wohl recht. Ja. Sie wurden gelyncht. Die ganze Truppe? Ja. Ich habe gehört, sie haben sie zur Schau gestellt und erstochen. Ich habe uns Papiere besorgt. So. Wenn wir die Kontrolle über die Versprengten verlieren, passiert uns Bleib einfach cool. Das wird hier nie passieren. Kommst du das? Gut. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Raus hier, los! Du Schießen! Feuerfleisch! Schieß verdammt! Sie hauen ab! Ja, ich komme schon. Verdammte Firefly. Die Luft schon ganz Achtung. Komm. Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Okay. Ach, muss ich das machen? Ey. Komm, wir nehmen keinen Kratzer. Na gut. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Oh ja. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Oh, ich schätze mal, er hat ein paar zu viele Geschäfte gemacht, ne? Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Und Lauschmodus gibt es auch eine Taste für. Ja, ich komme schon. Seid vorsichtig da draußen. Das? Ein Spiel da auf dem Regal. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier.
Sehr schön. Übrigens habe ich auch die Deluxe Edition. Tja, du musst gut zielen. Damit habe ich auch alle, damit habe ich die Bonis auch schon aktiviert. Okay, das Cowboy. Hilf mir hoch. Das ist eine komische Nachladtaste. Ah, F ist wieder schlagen, ich wusste es. F ist wohl deren Lieblingstaste im Schlagen. Ja, wohl, linke Maustaste ist nachladen. Ja, okay, das ist eine. Ja, Sony hat immer sehr interessante Steuerungen, da muss man schon mal sagen. Ne? Ja, schon interessant. Na komm. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ah, das ist so. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Ah, Infektionsstadien. Erster Stadium Runner. Sie dürfen dich nicht überrennen. Cordyceps hat die Motorenfunktion des Wirts übernommen. Die schnellen, windigen Bewegungen des ersten Stadiums bewegen sich für gewöhnlich in Gruppen. Passen Sie auf, dass Sie nicht überrannt werden. Stalker. Verstecken Sie sich und lauern Ihren Opfern auf. Umgebung überprüfen. Stadium 3, ein Klicker, sehen nichts. Völlig blind, exzellentes Gehör, spüren Beute per Echolokulation auf. Auf Entfernung halten. Infiziert im dritten Stadium sind für wilde Attacken und extrem tödlich. Stadium 4, B. Wird schon cool gemacht. Schon echt cool. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Die Leiter, ich. Ne, die teste ich nicht. Oder mal ist er nicht freigeschaltet. Ich will den Lauschmodus nutzen. Ne, ich versuche es gerade die ganze Zeit. Ja. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Oh. Der Fähige haben die gesammelte Teile mit der Waffe an einer Werkbank zu verbessern. Ja, geil. Sehr schön. Gern doch. Wer ist das? David Michael Mitchell, okay. Ach, die haben alle so Nummern. Mit gefallener Firefly. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Warte, Sporen. Oh, verdammt. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war's hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf.
Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Oh, Scheiße! Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Ja, gut, lange hält das Gebäude nicht mehr. Scheiße! Pass auf! Helft mir! Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Was willst du jetzt tun? Aber mit R kann man auch nachladen. Ich hab die noch nie am Leben lassen. Weißt du, was dann passiert, wenn man die am Leben lässt? Man könnte mal sagen, man probiert es mal aus. Letztes Mal, ich hab den immer erschossen. Da kommt man ja nicht wieder zurück. Ich meine, es war eine Patrone, ne? Oh, lass dich mal am Leben. Komm zurück. Nö. Lass mich nicht so hier. Doch. Ich lass dich. Ich bin ja kein Mörder. Was denn? Nee. Jetzt in meinem Leben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man im Leben lässt. Einfach. Keine Ahnung. So eben. Ich habe uns immer erschossen. Immer. Aber heute in meinem Leben. Heute bin ich mal friedlich. Immer du ja kann erschießen. Das ist ja böse. Das ist... Ja, ab dann immer. Okay, der sieht schon geil aus, der Lauschwangung. Alter, es sieht so geil aus, ne, das Spiel. Komm mal her. Was jetzt? F. E und F, okay. E, F. Himmel. Oh mein Gott. Ja, langsam. Ah, sehr gut. Ja, sparen wir die Muni mal. Ich meine, ich weiß eh nicht, wie viel Muni ich hier brauchen werde, aber wenn sie so auf PC spielen, da bin ich eigentlich eh zielsicherer. Also auf dem PC bin ich halt deutlich zielsicherer als auf der PlayStation. Jetzt ist bei mir aber immer so. Voll. Hm. Ja. Ah, tschüss, Mann. Nee, ich will die Munition nicht verschwenden. Ich bin aber gespannt, ob es eine Auswirkung hat. Ich glaube nicht, dass es eine Auswirkung hat. Ich glaube eher, dass der so ein bisschen als. Ja. Das ist ein gutes Spiel. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Spur bemerkt, bis es zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens die Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören. Mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es spät. Pass auf dich auf, Mark. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Pöbel, die unbedingt dort leben wollen. Warte mal. Abdeck, warte. Ah, ich höre keinen adoptiven Trigger.
Das Spiel frisst auch viel. Oh mein Gott, das Spiel frisst ja unheimlich viel. Wo ist denn das? Nee, warte mal, bin ich 60 reicht doch. Ja. Ja. Nee, geht jetzt ja. Auf unbegrenzt will ich ja gar nicht mit holen. Ja, ist ja, geht doch besser. Gut, Ultra und unbegrenztes. Ah, man kann die jetzt selber. Achso, das ging damals, habe ich nicht. Cool. Man kann auch mit R nachladen, ne? Hab ich schon gesagt, weiß ich gar nicht. Ja, geht aber auch. Ja. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ja, das ist ein Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Also das Spiel frisst schon viel, aber wir spielen natürlich jetzt auch auf Ultra und 2K. Hier lang. Boah. Ich weiß nicht, wie viel das Spiel normal auf Ultra frisst. Also, boah, war schon echt. Ja, ist schon echt ein Spiel, was du frisst, ne? Da weiß ich doch. Lange Spiel, nur lange. Ich kann mir die Steuerung tatsächlich länger als 5 Minuten merken. Das ist doch. Da ist es doch. Test, da ist es hier. Ja. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Sehr gut. Okay. Hier muss ich nur irgendwie raufkommen, ne? Das wäre natürlich ganz gut. So. Und Wurf, genau. Wir sind fast da. Haben wir da einen D-Kampf balancieren, okay. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. So. Okay, Leute, dann würde ich aber auch sagen, wir machen jetzt hier mal wieder ein kleines Folgenpäuschen. Beim nächsten Mal machen wir einfach weiter hier mit Let's Play. Last of Us Part 1 Remake. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, wie es nächstes Mal weitergeht. Haut rein, bis dann, Pirate. Tschüssi, wir sehen uns. Ciao.